Booster Bundles, Displays oder doch lieber andere Sealed-Produkte? Diese Frage stellen sich seit langer Zeit schon zahlreiche Pokémon-Fans. Beantworten werden wir jetzt die Frage heute leider auch nicht, wir werden aber zumindest sehen, ob sich dieses Booster Bundle hier gelohnt hat. Ja Leute, Displays ist glaube ich ein gutes Stichwort, denn nach diesem Booster-Bundle hier, worauf ich echt gespannt bin, ob wir was rausziehen können, werden wir uns auch dann endlich mal an die Displays dieses Sets hier machen. Okay, ich merke schon wieder, obwohl, nee, okay, ich dachte, ich werde mir jetzt schon wieder voll einen abruckern an diesem, an dieser Hülle. So, zeitlose Mächte der Vergangenheit und der Zukunft, ich glaube den Text haben wir auch schon mal irgendwo gelesen. Ja, ich glaube, dann war es auch erstmal mit den Sealed-Produkten aus Gewalten der Zeit, zumindest von den ersten. Es kann sein, dass Bild- und Battle-Stadion dann auch noch rauskommen, das weiß ich gerade nicht ganz so genau. Aber wie gesagt, danach werden wir uns auch mal an etliche Formate wieder mit den Displays machen. Mal gucken, welche Formate. Ihr könnt mich natürlich liebend gerne mal wissen lassen, was ihr sehen wollt, ob ihr mal wieder Speed-Openings haben wollt. Oder dass wir so lange Booster öffnen, bis wir einen bestimmten Typen oder so wieder gezogen haben. Ja, könnt ihr mich gerne wissen lassen, was ihr am ehesten oder ob ihr da irgendwelche Vorlieben habt. Wenn nicht, dann ja, schauen wir einfach mal, womit wir als erstes reinstarten in die Displays. So, wir starten hier auf jeden Fall in das erste Pack aus dem Boosterbande Gewalten der Zeit rein. Und wir haben als erstes einen Hutut mit den lautlosen Flügeln. Und Leute, bevor ich die Frage heute mal wieder vergesse, natürlich auch mal wieder an euch etwas zum Grübeln oder vielleicht wisst ihr es auch so, okay. Ey, das Klonket ist cool, neben so einem alten Zug hier, weil es wahrscheinlich ja durch so ein Klonket mit Kohle betrieben wird. Sehr cool. Ja, welches der folgenden Pokémon oder welches der folgenden X-Karten als erstes rauskam, ist es A, Cobalium X, B, Viridium X oder C, Terrakium X. Okay, und wir gehen rein mit Shellterra X. Okay, bevor ich die Frage überhaupt zu Ende stellen konnte. Ja, definitiv, es kamen nicht alle drei Pokémon in demselben Set raus, sondern alle versetzt und eins kam natürlich deshalb als allererstes raus. So, wir haben auf jeden Fall Shellterra X, welches zuerst mal eingehüllt werden muss, bevor wir uns mal durchlesen, was die Waldwanderung hier macht. Dieser Attacke fügt für jedes deiner Pflanzen-Pokémon im Spiel 30 Schadenspunkte zu. Ist auf jeden Fall cool, weil nur für eine Energie und der Dschungelhammer für drei Energien für 150 und 50 Schadenspunkte heilen. Okay, Shellterra auf jeden Fall ein Pokémon, welches schon Ewigkeiten keinen Auftritt, glaube ich, mehr hatte. Und ich weiß nicht, ich glaube, die vierte Gen mit Panferno, Empoleon und Shellterra waren die Starter, glaube ich, ziemlich umstritten, welches da das beliebteste war. Ich glaube, boah, Panferno und Empoleon waren immer so ein bisschen Kopf voraus. Aber Shellterra auf jeden Fall ein geiler, muss man ja sagen. Ne? So, wir haben auf jeden Fall Girafarig, ein Brüllschweif. Dann haben wir den guten Boy Subiris. Den legen wir uns auch gleich mal direkt zur Seite. Dann haben wir einen Thermopod in Reverse. Dann einen gefährlichen Dschungel. Und das supergeile Impagator, auch mega spielstark, also ich glaube, die Starter hier drin, alle jetzt gar nicht mal so kacke. Wir haben auch, glaube ich, noch einen Fuegro hier drin, der ja auch im VGC ein Mörder-Pokémon ist, schon seit etlichen Generationen. Ich glaube, seit Gen 7, seitdem Fuegro halt rauskam, ist der im Karmesin und Purpur Doppelkämpfen echt ein Burner gewesen. Ja, der lohnt sich definitiv, was halt die, ja, ne Leute, die heutige Frage, ob sich dieses Booster-Bundle lohnt. Oh mein Gott, wir haben eine Full-Art-Karte hier drin. Es ist definitiv kein Gengar, sondern ein Eisenfels-X. Oh mein Gott, ich muss sagen, diese Zukunfts-Pokémon gefallen mir in der Full-Art-Variante definitiv am besten wegen des Hintergrunds. Oh mein Gott, okay. Jetzt haben wir schon mal von jedem Zukunfts-Pokémon eine Variante gesehen. Eisenfels-X mit der Repulsionsaxt und dem Kraftstampfer. Okay. Jo. Eisenfels schon geiler. Also ich meine, die sehen schon cool aus. Mir gefallen dann trotzdem die Ritter der Redlichkeits-Varianten besser. Aber hey, wir nehmen definitiv einen Fuller-Tipp mit, Leute. Ja.
Und ich muss sagen, die, ne, nochmal zurückzuführen auf die Frage ganz am Anfang, ob sich dieses Booster-Bundle hier lohnt. Das war eine kleine Anspielung darauf, dass ja, ja, man fragt sich oft, ob sich die Displays lohnen oder ob sich etliche Sealed-Produkte lohnen, ob man sie sich holen soll oder öffnen soll. Und ich bin von dieser Frage jetzt nicht immer ganz so der Riesenfan, weil das ist halt sehr, ja, wie soll man sagen, eine sehr subjektive Frage, weil man natürlich jeder andere eine andere Erfahrung hat mit Displays oder Top-Trainer-Boxen oder so. Deswegen ist es immer eine Frage, wenn ich sie lese in Videos oder so, weiß ich nicht immer. Naja, sie lässt sich halt für jeden immer anders beantworten, ne? Aber okay. Dann haben wir die verpackte Bestellung. Durchsuchen dein Deck nach bis zu 2 Itemkarten, zeige sie dem Gegner und nimm sie auf die Hand. Okay. Dein Zug endet. Okay, ich dachte mir schon so, okay, übel geile Karte. Aber wenn der Zug danach endet, weiß ich ja nicht. Dann haben wir, jo, unsere erste Ass-Klasse-Karte. Oh mein Gott, und es ist sogar die, boah, ich will nicht lügen, aber ich glaube, die erste oder zweitbeste Karte. Okay, ich will mal gleich gucken, wie viel wir hier drin haben. Wir haben auf jeden Fall 2 Hits in diesem Pack und wir gucken uns natürlich noch beide einmal an. Okay, ich habe die Karten schon ganz vergessen, weil wir sie jetzt echt schon, wir haben echt viele Produkte geöffnet und noch keine Ass-Klasse-Karte gezogen. Ey, ich glaube, das ist die zweitspielstärkste Karte. Maximalgürtel, die eingesetzten Attacken von dem Pokémon, als diese Karte angelegt ist, fügen dem aktiven Pokémon X 50 Schadenspunkte mehr zu. Also ich muss sagen, die Ass-Klasse-Karten sind natürlich alle mega cool. Man kann halt eine immer nur, also man kann pro Deck immer nur eine spielen. Lasst mich gerne wissen, ob ihr Fan von diesen Karten seid, ob ihr sie auch sammeln würdet oder ob ihr sagt, boah, nee, das ist jetzt eine rein spielerische Karte. Ich finde sie optisch super schön. Es gab sie ja damals schon, ich will nicht lügen, ob es sie in Schwarz und Weiß damals rauskam. Könnt ihr mich gerne wissen lassen, aber sehr schön. Dann haben wir noch einen Akku mit statischer Schock. Ja, ist ein cooles Pokémon. Ist auf jeden Fall ein Pokémon, was jetzt, glaube ich, schon zum zweiten Mal eine Illustration Rare bekommen hat. Hier nochmal mitten im Camp, so als Lichtspender mitunter. Sehr, sehr cool. Oder als Stromspender, kann man natürlich beides so sehen. So, wir gehen in das letzte Set dieses Booster-Bundles. Und ich glaube, die Frage, ob sich dieses Booster-Bundle hier im Speziellen gelohnt hat, ja, können wir direkt schon beantworten. Mit einem dicken, fetten Ja, denn wir haben eine Illustration Rare hier drin, wir haben eine Ass-Klasse-Karte drin, die halt alle, boah, also zumindest 3-4 Stück davon mindestens 10 Euro wert sind und ich glaube, dieser Gürtel vielleicht noch ein bisschen mehr und wir haben noch einen Miraidon und wir haben eine Zukunftskarte in Full Art. Ey, Leute, und dieses Eisenfels gibt uns schon mal so den ganz kleinen Hinweis, ne? Dass Terrakium auf jeden Fall das erste Ex-Pokémon damals war, nämlich in Hoheit der Drachen, Schwarz und Weiß. Ja, hatte zuerst den Auftritt, danach kam das Cobalium-Ex in Plasmasturm und danach das Viridium in Plasma Blaster. Leute, Props an euch, wenn ihr es wusstet. Ich bedanke mich definitiv für euch oder bei euch fürs Einschalten. Lasst lieben gerne noch ein Like und ein Abo da. Und ja, kommt gerne beim nächsten Mal wieder. Vielen, vielen Dank, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.